Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Herzlich willkommen zur obligatorischen Pressekonferenz nach dem Drittligapunktspiel unseres Halleschen FC gegen den FC Energie aus Cottbus. Wir begrüßen alle noch im Stadion verbliebenen Zuschauer sowie natürlich unsere zugeschalteten Gäste im Wernesgrüner Business Club und die beiden Cheftrainer. Zu meiner Rechten von Ihnen aus gesehen hat Platz genommen Herr Vasile Miriuta, Chefcoach des FC Energie. Zu meiner Linken traditionell Stefan Böger, Cheftrainer unseres HFC. Beginnen möchten wir immer mit einem kurzen Statement bei der Trainer zum Spielverlauf. Das Wort gebührt natürlich zuerst unserem Gast. Bitte, Vasile. Danke schön. Tag erst einmal. Der erste Reich will ich Stefan und seiner Mannschaft gratulieren, ja, weil war eine überragende erste Halbzeit für alle, ganz ehrlich, ja. Wenn am Ende steht 2-3-0 in der Halbzeit, sage ich nicht, ja. Für uns vielleicht war das schlechte Halbzeit in dieser 10 Spieler, aber in der zweiten Reihe kann ich und ich will meine Jungs gratulieren, weil die zweite Halbzeit, denke ich, wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gemacht. Wir waren da präsent. Wir haben 1-1 gemacht, nur 2-3 Chancen, 2-1 zu machen sollen. Ja. Aber wenn ich will über 90 Minuten reden, ich bin zufrieden mit dieser Punkt. Ja. Weil noch einmal, erste Halbzeit könnte halt 2-3-0 in Führung gehen und ist vorbei. Ja. Aber zweite Halbzeit, meine Mannschaft hat wieder Charakter gezeigt. Der Körpersprache war da, die Aggressivität, ja. Zufrieden mit einem Punkt, ja, 24 Punkte, zufrieden bis jetzt. Aber wir haben noch kein Spiel. Nächste Woche Samstag zu Hause mit Bremer 2, wir müssen alle 3 Punkte holen. Aber noch einmal Gratulation und alles Gute in Zukunft für alle und für Stefan natürlich. Danke. Ja, danke Vasile. Stefan Böger, wie verlief das Spiel aus deiner Sicht? Ja, Vasile, erstmal danke für die Glückwünsche. Wir hatten das in den letzten Wochen häufig, dass wir vom Gegner gelobt wurden, dass wir Glückwünsche in Empfang genommen haben und für unsere Art Fußball zu spielen. Es ist so, dass es die beste erste Halbzeit war oder beste Halbzeit war überhaupt, die wir gespielt haben in dieser Halbserie beziehungsweise eben in den bisherigen Spielen. Mit dem Manko, dass es eben zur Halbzeit nicht 3, vielleicht auch 4-0 steht und dafür sind wir bitter abgestraft worden. Ich ärgere mich sehr, die Mannschaft ärgert sich sehr, weil wir uns für den Aufwand, den wir betreiben oder heute auch über 90 Minuten gemacht haben, nicht belohnt wurden. Wir müssen dahin kommen, dass wir unsere Chancen besser verwerten, viel, viel konsequenter, viel, viel zielstrebiger und dann kannst du auch mal hinten einen kriegen und lässt dann keine Punkte liegen. Von daher steht es in keinem Verhältnis zu dem, was wir gemacht haben mit der Punktausbeute heute. Der Präsident hat mal vor ein paar Wochen was von Siegermentalität gesagt. Das ist das, was wir uns wieder hart erarbeiten müssen in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir uns für dieses gute Spiel, und es war ein klasse Spiel von unserer Seite, auch belohnen und ein Dreier einfahren. Danke. Ja, danke auch Stefan. Meine Damen, meine Herren, Sie haben jetzt wie immer die Möglichkeit, für Ihre Recherchen Ihre Nachfragen zu stellen. Wer beginnt? Max Ohlert, Mitteldeutsche Zeitung. Herr Böger, vielleicht die wichtigste Frage zuerst. Haben Sie schon Informationen, wie es Dorian Diering geht? Nein, habe ich noch nicht. Ich war noch nicht in der Kabine. Die Kollegen von Ihnen haben ihre Arbeit noch erledigt und dementsprechend kann ich es noch nicht sagen. Nein. Okay, und die andere Frage. Sie haben Toni Lindenhahn während des Spiels für Max Jansen ausgewechselt. Hatte der Wechsel eher taktische Gründe oder waren Sie dann vielleicht auch etwas unzufrieden mit der Leistung von Toni Lindenhahn? War ich ganz und gar nicht. Toni hat in der Halbzeit schon signalisiert, dass er muskuläre Probleme hat. Muskelfaserriss oder sowas wollte ich natürlich nicht riskieren. Zum anderen hat der Kollege in der Halbzeit umgestellt. Darauf wollten wir dann reagieren mit dem dritten Sechser, mit dem Max Jansen. Und dementsprechend in der Kombination beider Dinge haben wir den Wechsel gemacht. Dankeschön. Gut, gibt es weitere Fragen? DBA. Herr Miriuta, was haben Sie Ihrem Team in der Kabine gesagt, dass die so wie ausgewechselt in die zweite Halbzeit gestartet sind? Erst einmal, ich habe System, anderes System, das zweite Halbzeit. Ich habe mit
Erste Halbzeit natürlich beginnt mit 4-4-2. Zweite Halbzeit habe ich 3-5-2 gespielt. Ja. Harbuczewski kommt rein und ich habe mit 3 Raketen gespielt. Ich war nicht laut, weil ich könnte nicht meine Spieler kritisieren, weil zusammen wir haben diese 15 Punkte bis jetzt gemacht. Ich habe nicht alleine diese Punkte. Ich war ganz locker, ich habe schon gesagt, nur ich will eine andere Mannschaft sehen. Die nächsten 45 Minuten, ja. Das habe ich gesagt, nicht mehr. Ich war nicht laut, ja. Ich will andere Mannschaft sehen. Und noch einmal, die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Das freut mich, ja. Gut, Frage beantwortet. Gibt es weiteren Informationsbedarf? Sagen wir, müssen nicht allzu weit ausdehnen. Ganz kurz die Chance nutzen oder die Gelegenheit nutzen, uns bei allen Kollegen und Kolleginnen, die uns nicht mit zum Auswärtsspiel am Freitag bei Holstein Kiel begleiten, für die sehr konstruktive und meistens auch angenehme Zusammenarbeit in diesem Kalenderjahr 2015 zu bedanken. Wir wünschen uns natürlich selbiges für 2016, Ihnen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest und dann schon mal vorab einen guten Rutsch in das Fußballjahr 2016. Unseren Gästen vom FC Energie Cottbus für heute erstmal eine staufreie Heimreise. Viel Erfolg jetzt im weiteren Verlauf in den restlichen 18 Spielen. Und da würden wir uns freuen, Sie alle gesund und munter hier am 26. Januar, am 24. Januar, Entschuldigung, zum Derby gegen den anderen Verein aus Sachsen-Anhalt wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank und schönen Advent noch. Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.